Hallo, ich möchte gerne mit euch herausbekommen, wie man Brüche multiplizieren kann. Und das kann man super bestimmen, indem man eine Pizza belegt. Und zwar habe ich hier eine Pizza für euch mit 4 mal 8 Stücken, also mit 32 Stücken. Jetzt soll die halbe Pizza mit Käse belegt werden. Und danach soll ein Achtel von dieser Hälfte soll noch mit Salami belegt werden. Also ein Achtel von der Hälfte mit Salami belegen. Und dann kann man sich fragen, wie viel von der gesamten Pizza ist nun mit Käse und Salami belegt? Okay, schauen wir uns mal an, wie man das macht. Also eine halbe Pizza sollen wir mit Käse belegen. Das wäre hier die halbe Pizza mit Käse. Jetzt soll ein Achtel von dieser Hälfte mit Salami belegt werden. Das heißt ein Achtel nur. Das heißt, es wären also hier diese beiden Stücke. Das ist genau ein Achtel von der Hälfte. Also können wir gucken, es sind also genau 2 Stücke mit Salami belegt. Also 2 Stücke von 32 mit Salami. Wenn wir das kürzen, wäre es 1/16 von der gesamten Pizza. Okay, das heißt, wir müssen also eine Rechnung uns überlegen. Und die Rechnung ist einfach 1/8 von 1/2. Und da soll rauskommen 1/16. Oder eben 2/32. Wie kann man das jetzt rechnen, um darauf zu kommen? Genau, habt ihr richtig gesehen? Wir rechnen einfach 1 mal 1 und 8 mal 2. Also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Und genau damit haben wir auch unsere Regel gefunden. Es ist also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Und damit sind wir fertig. Das war's, euch viel Spaß.